Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus Hunsgrab. Und wir haben auf Fisch umgestellt, meine lieben tapferen Freunde. Und wir wollen noch Glowstone holen, weil ich mir nicht sicher bin, ob 42 Glowstone reichen tatsächlich. Und wir wollen noch Netherketten holen, also Netherzaun, weil ich mir auch nicht sicher bin, ob der Netherzaun reicht. Und es sind immer noch 3 Schafe da, das geht mir ein bisschen auf den Zeiger. Da müssten wir eigentlich auch noch, ja, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen nervig, aber dann müssten wir eigentlich auch noch Stroh holen. Und warum liegt hier Stroh? Ja, wir müssen Stroh holen, um die Schafe zu füttern. An der Kuhinsel sollte noch Stroh sein. Und ich habe, dass die Dorfbewohner jetzt hier sind, macht mir ein bisschen Sorgen, weil dieser Chunk hier vom Spawn, der ist ja immer geladen. Kleiner Huster, den schneide ich hinterher raus. Wisst ihr ja, ne? Haben wir hier nicht noch Reststroh von früher? Altstrohlasten? Ah, guck mal. Ah, guck mal. Das ist noch Altstroh. Uraltes Stroh. Das ist besondere Güte, ne? Und du bist ja auch fleißig am Stroh am Pflanzen, ja. Kannst du das Zeug mal verkaufen? Kommst du hier oben raus? Ja. Naja, mach mal. Bei mir kann jeder machen, was er will. Natürlich, klar. Damit brauchen wir jetzt keinen Stroh mehr holen. Ah ja, genau. Wir brauchen keinen Stroh mehr. Stroh haben wir. Strohhalme. Falls wir mal was trinken wollen oder so, ne? Wir gehen jetzt direkt in Nether direkt sozusagen. Da haben wir noch ganz viel Nether-Dings hier. Ja, komm. 58. Oh. Ja, egal. Wenn wir es jetzt nicht ausgeben, wofür dann? Sagte der Mann. Dann brauchen wir noch Nether-Zaun. Haben wir da oben? Ist noch ein 64er. Das soll jetzt aber reichen, oder? Boah, ja. Ja, sollte reichen. Sollte reichen. 2 Stacks Netherzäune. Das muss reichen. Und auf zum Dreiemland-Palast. Mit unglaublicher Geschwindigkeit. Kann man eigentlich auch hier unten rumgehen? Ich glaube nicht, ne? Nee, man muss hier oben rum. Das ist die Abkürzung. Die gehe ich in letzter Zeit sehr oft. Außerdem ist das ja auch mein Lieblingsweg. Und wir kommen an den Lapislazuli-Schafen vorbei. An den blauen Lapislazuli-Schafen von Hunsgrab. An den Laluli-Schafen, auch genannt. Hallo, ihr Lapislazuli. Schafe. Das kann ich nicht aussprechen, das geht nicht. Nein, ich habe keinen Fisch für euch. Ich rieche ein wenig nach Fisch, das stimmt. Du und du. Und Müllers Kuh. Und den Rest davon kriegst du. So, dann lassen wir nämlich hier. Ja, oh, guck mal, ein blaues Schaf. Können wir die mich wieder anpflanzen, die Brüder. Und dann können die sich lustig vermehren. Okay, wir sollten jetzt genug Krams haben für den Kronleuchter. Die Frage ist natürlich jetzt. Wir müssen uns ja da hochstecken am besten. Das heißt, wir brauchen bestimmt 2 Stacks Erde. Ja, ja, ihr habt richtig gehört. Das wird nicht billig. Es wird nicht billig. Denn wir müssen uns jetzt erstmal eine Plattform bauen, dass wir diesen Kronleuchter überhaupt installieren können. Ja, ja. Und wir sollten da irgendwie... gleich einen Fußboden reinsetzen. Und wenn es erstmal nur ein Behelfsfußboden ist... Ah, guck mal, was wir hier noch haben. Sieht das nicht cool aus als Fußboden, sag mal? Von unten? Ja, also von oben mit Sicherheit, ne? Oh, was war denn das? Wir könnten da natürlich auch dann nochmal so... Ach. Ja. Ihr wisst, was ich vorhabe, ne? Für den Fußboden. Ja, ihr wisst, glaube ich, was ich vorhabe. Wartet mal. Wartet mal. Sieht schlecht aus. Sieht schlecht aus. Naja, es sieht ganz schlecht aus. Oder man macht es aus Wolle. Geht natürlich auch. Oben würde sich Wolle vielleicht wahrscheinlich auch nicht schlecht machen. Lalala. Ja, Wolle, Wolle, Wolle. Nee, ich muss kurz überlegen. Tut mir leid, Freunde. Ich musste kurz überlegen. Wir werden das gleiche... Wir werden es genauso machen wie in dem Saal unten. Man wird davon sowieso nicht mehr viel sehen, glaube ich. Aber wenn man oben drin ist, dann sieht man es. Genau, deshalb müssen wir uns nochmal hier von welchen mitnehmen. Ja, ein Stack reicht. Okay, jetzt sind wir bestens ausgerüstet. Haben wir jetzt noch Enderstein? Nein, das ist wirklich der letzte Enderstein, den wir haben. Alter Schwede.
Der letzte Enderstein. Wir müssen also, wir müssen wieder ins End. Wir kommen da einfach nicht drum rum. Ja, und da kommt sie gleich wieder, die epische Musik. Die epische Endmusik sozusagen. Bett haben wir dabei. Können uns also jetzt auch hochwagen. Bum, 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 bum. Na klasse. Wir müssen ins End. Hä? Warum geht das nicht? Ach so. Ah so. Weil das hier, weil ein Teppich drauf ist, ne? Okay, aufwärts geht's, Freunde. Aufi. Auf geht's, Buren. Bam, 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 bam. Ah, schaut mal die Tafel. Und gut, dass wir unsere Effizienzschaufel dabei haben. Ton, ton, ton. Das sieht schon beeindruckend aus, auf jeden Fall. Jetzt habe ich Folgendes vor. Wir bauen uns jetzt hier erstmal ganz rein. Ja. Warte mal, wieder ein Stück runter. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da hinten jetzt rankommen. Wenn wir jetzt hier runterfallen, sind wir auch tot, ne? Das wisst ihr. Das ist euch schon auch irgendwo klar, oder? Oh, wir kommen dran. Unglaublich. Bis hierhin auf jeden Fall schon mal. Da auch noch. An den letzten Flüff kommen wir nicht ran. Okay, damit kann ich leben. Da kommen wir hin. Da kommen wir auch noch hin. Und da müssen wir doch auch noch hinkommen. Nee, da nicht. Also in den letzten Knöps kommen wir nicht dran. Oder was? So. So. Ja gut, damit kann ich auf jeden Fall leben. Und warum bin ich da rangekommen und hier nicht? Ah doch, wir kommen da noch ran. Kommen da tatsächlich noch ran? Alter, dauert's. Komm schon, ja, es geht. Und ich stehe wirklich auf einem Bein nur noch so überm Abgrund. Oh, das darf man sich gar nicht angucken. So, jetzt machen wir hier den und den. Und dann machen wir den und den. Ja, das passt. Alles klar, es geht sich sogar aus. Wie das hinterher von unten aussieht, keine Ahnung. Wirklich. Keine Ahnung, wie es hinterher von unten aussieht. Es soll ja auch erstmal so halbwegs... Na, das war falsch. Oh Gott. Wird das schon wieder dunkel oder was? Nein. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Ah, verdammt. Kleiner Sprung für die Menschheit, großer Sprung für Opa Zeron. Gute Nacht. Ja, wir schlafen jetzt erstmal hier oben drin. Ist das nicht unglaublich? So. Und hier außen würde ich dann tatsächlich auch schon mal Glowstone reinsetzen. Ein hier. Ein dort. Ein hier. Da werden wir immer an diese Ecken erinnert werden, ne? Auf jeden Fall. So, okay. Dann kommt hier ja grün rein. Ach nein, das ist ja total falsch, oder? Nee, ist richtig. Gut, irgendwo wären wir dann sowieso übereinander gekommen. Klar, Logo. Bloß jetzt keinen Fehler machen, Freunde. Kein Fehler machen. Sonst sind wir unwiederbringlich krank oder sogar tot. So, hier einen hin. Hier sind keine Löcher, wo ich reinfallen könnte. Nein. So, da. Dann, ja, hier sowieso, genau. Da. Hier zwischen sowieso, klar. Da. Und da. Jetzt mache ich mir aber ein zurecht hier. Warum mache ich mir das Leben selbst so schwer? So und so und so. Und so und so. Ja, genau. Und dann kommt nämlich hier dahin einer. Nein, das war falsch. Gott sei Dank, davon haben wir noch ein paar. Wir holen uns die auch gleich wieder, ne? Keine Panik. Jetzt Panik. Gut. Gut, alles klar. Soweit so Knut. Dann können wir mich so sagen, so und so. Und jetzt können wir uns hier runterarbeiten. Also, hier kommt dann auch Glowstone rein. Erstmal. Vielleicht ändere ich das nochmal. So, wir werden eine Menge Glowstone brauchen. Vielleicht werden wir sogar noch welchen holen müssen.
So. 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 Also es ist nur so ein angedeutetes Fenster. Das ist hier der Raum, ne? Der Raum mit den Schätzen des Dreiecklandes. Wird das mal werden. So, da ist nämlich hier auch gleich schön hell drin und es leuchtet auch nach außen. 3, ne? 3, 3, 3, 3M. 4 mal 3, 3M. Ihr wisst schon. Mein Bett muss ich mitnehmen. Das kann ich hier nicht stehen lassen. Da kommen wir von oben jetzt auch schon gut rein. Okay, jetzt geht's runter. Ich esse vorher nochmal einen Fisch. Vielleicht sterbe ich ja jetzt, dann kann ich wenigstens sagen. Aber ich habe vorher noch einen leckeren Fisch gegessen. Was ist das überhaupt hier? Lachs, ne? Kabeljau. Okay, aus Kabeln. Haha. Sehr witzig. Jetzt müssen wir Folgendes machen. Jetzt müssen wir uns nämlich erstmal... Ich glaube, so können wir das machen. Jetzt nehmen wir uns nämlich hier den 64er-Stack und machen erstmal Folgendes. Wir gehen wieder in die Knie. Das können wir ja so gut. 1, 2, 3, 4. Sollte reichen. Lalalala. 1, 2, 3, 4. Dann nochmal nach hier. Nach hier. 1, 2, 3, 4. Ich bleib in den Knien. Tut mir leid, Freund. Ich will nicht sterben. Ich bin noch so jung. 4. Da sind es nur 3. Und auch wenn es nur ein Behelfsgerüst ist, muss das symmetrisch sein. 4. So, jetzt können wir nämlich hier den machen. Machen uns hier unser Behelfsgerüst ein wenig schicker, ein wenig geräumiger sozusagen. Damit wir hier überall hinkommen. Weil jetzt müssen wir gleich wieder ein bisschen rumexperimentieren und ihr wisst ja, wie das ist. So, jetzt können wir auch schon mal rennen. Lalala. Da tut es auch ein bisschen mehr weh, wenn man runterfällt. Nein. Ich bin ja vorsichtig. Ich weiß ja, dass ihr immer ein wenig Höhenangst habt. Okay, Freunde. Jetzt müssen wir nämlich Folgendes machen. Wir setzen jetzt außen erstmal einen Leuchtekranz rum. So. Oder... Machen wir da schon Zäune hin? Das ist die Frage. Ich kann das ja mal mit Zäunen versuchen. Wir haben zu wenig Glowstone. Ich weiß es. Ich weiß es jetzt schon. Jetzt nämlich sagen, hier zum Beispiel. Ja, so war das aber eigentlich nicht gedacht. So war es eigentlich nicht gedacht. Nee. Wir müssen da einen Leuchtekranz rumsetzen. Passt auf, wir setzen jetzt hier einen Leuchtekranz rum und dann ist unser ganzer Glowstone aufgebraucht. Hurra! Weil wir wieder nicht vernünftig wirtschaften konnten. So, hier fallen wir natürlich nicht runter. Immer in den Knie, leicht aus den Knien rausarbeiten. Da muss auch einer hin, oder was? Arg! Hä? Moment mal. Habe ich da jetzt Käse gebaut? Ja, habe ich. Weil die hier müssen mit Behutsamkeit, glaube ich, abgebaut werden. Behutsamkeit. Die müssen wir uns gleich wiederholen. Wir haben nur so wenig davon. So, so. Genau. So gehört das doch, ne? Ja. Wir haben zu wenig von dem Glowstone. Unglaublich. Ich hätte echt gedacht, dass es mehr ist. Weil ich habe das ein bisschen anders geplant. Ich zeige euch gleich mal wie. Und wir werden nochmal eine Menge Glowstone holen müssen. Wahrscheinlich aus dem Nähtapeter. Da noch einer hin. Ja, okay. Dann wenigstens die erste Reihe haben wir schon mal fertig. Und dann will ich das nämlich so folgendermaßen machen. Warte mal, wenn wir jetzt immer nur auf den weißen einen draufsetzen. So, auf den weißen. Ja. Dann hier, hier, hier und hier und hier und dort, ne? Dann können wir das ja noch einen tiefer machen. So, 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 so. So, 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 so. Und da käme jetzt die nächste Reihe Glowstone runter, die wir nicht haben. Wisst ihr, wie ich meine? Okay, das heißt, wir müssen uns jetzt hier irgendwo runterbuddeln. Und zwar genau in der Mitte. Ist das die Mitte? Ja, es ist die Mitte. Okay, wir werden es natürlich uns jetzt nicht angucken können, weil wir gerade mit unseren riesigen männlichen Gehirn da oben eine undurchsichtige Fläche im Graben haben. Okay, jetzt langsam.
Man muss dem Spiel etwas Zeit geben, nachzukommen. Hä? Aber man sieht das jetzt. Ach, ja, alles klar. Ja, ja, ich habe mich eben gewundert, warum das da durchleuchtet, ob ich da was falsch gemacht habe. Aber ich glaube mal nicht. Okay. Hier liegt schon mal ein Glowstone. Einen haben wir schon mal. Ich weiß, es war noch ein wenig Glowstone da. Okay, schaut mal. Dann kommt da dann sozusagen die nächste Reihe Glowstone dran. Ja, 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 so ist der Plan. Wir haben auch echt nichts mehr da, ne? Verdammt. Haben wir hier noch irgendwo Glowstone? Nee, hier ist nirgends mehr was. Verdammt. Arg, arg, arg. Wir können noch einmal zum Nittertempel rennen und gucken, ob wir noch ein bisschen was haben. Oder wir gucken hier nochmal in den ganzen Großkisten, ob da eventuell noch was ist. Wo könnten wir noch Glowstone haben? Unten beim Hafen? Ja, ich weiß wo. Ich weiß, wo Glowstone ist. Wir hätten da extra mal was für vorbereitet, ne? Wir haben ja mal gesagt, hier gibt es dieses Haus der, ja, Verbrauchsmaterialien. Wenn ich jetzt in Nether gehe und die ganzen Verbrauchsmaterialien da weghole, hole ich sie doch einfach hier raus. Mal sehen, ob sich da schon wer bedient hat. Es war also ein bisschen umstritten. Nee, hat noch keiner. Da machen wir das. Ha, bedienen wir uns. Und wer es nicht nutzt, der nutzt es nicht. Ich werde es aber nicht mehr auffüllen. Das, nein, aufgefüllt wird es nicht mehr. Okay, aber jetzt haben wir wenigstens genug Glowstone, um noch die zweite Reihe draufzusetzen. Vielleicht schaffen wir da heute noch ein bisschen was. Wäre gar nicht schlecht, zumindest die zweite und vielleicht noch die dritte Reihe draufzusetzen. Wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Und das Schöne ist, dass der nicht am Glowstone haftet. Das gefällt mir ganz gut. So, passt mal auf. Jetzt gehen wir wieder hoch. Zack und, zack. Fackeln brauchen wir gerade nicht. Oh, ich habe den gleich aufgeteilt. Auch nicht schlecht. Und hinauf. Hinauf ins Hinauf. Hinab ins Hinab. Und ich hoffe, wir können jetzt einfach so durchschlüpfen durch unser selbstgebautes Loch. Sollte aber eigentlich eventuell sogar vielleicht klappen. Ah, diese Höhen, diese Höhen. Okay, wir sind unten. Ich mache hier mal ein so ein Loch, damit wir uns immer schön erschrecken können, wenn wir da denken, wir fallen rein. Okay, passt auf. Glowstone. Kämen dann hier die nächste Reihe nämlich hin. So. Die Frage ist halt, machen wir dazwischen auch Glowstone? Ja, ich würde sagen, ja, ne? Weil wie willst du das sonst machen? Ja, wir machen jetzt zwischen auch noch welche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Jetzt kämen wir die nächste Reihe. Jetzt kämen wir die nächste Reihe. Und die müsste wahrscheinlich dann so sein, dass sie hier hinkommt, ne? Moment, Vorsicht. Oder hier. Moment, Moment. Kein Käse bauen jetzt hier, Herr Zeron. Nee, die kommt tatsächlich hier hin. Genau. Hier. Und ein tiefer, ne? Ist richtig. Dann hier. Ein tiefer, wird gerade Nacht. Verdammt. Wir haben jetzt keine Zeit für so einen Käse. Wir bauen hier unseren Kronleuchter. So. Arrgh. Bett her. Bett her. Und gute Nacht. Oh Gott. Ich habe irgendwie gerade ein bisschen Angst, hier zwischen den ganzen Ketten zu schlafen. Das sieht bestimmt hinter... Oh, richtig cool aus. Bett ist uns nicht runtergefallen. Das ist schon mal ganz gut. So. Wo muss denn noch einer hin? Hier noch, ne? Genau, dann hier noch. Es ist irgendwie ganz witzig, wie das alles hier ergibt. So ist aber richtig, ne? Ich glaube, so ist richtig. Okay. Jetzt müssen wir Folgendes machen. Wir müssen die ganze Erde wegreißen. Wir können das ja von hier machen. Wir dürfen uns nur nicht selber wegreißen. Das ist ganz wichtig. Aber so war zumindest mein Plan, dass wir das so irgendwie hinkriegen. Und es könnte sogar sein, dass ein Plan einmal funktioniert. Also zumindest dieser hier. So, und jetzt können wir hier die nächste Reihe drunter setzen. Das heißt, wir müssten erst nochmal hoch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte, ein tiefer? Ich habe keine Höhenangst. Nein.
wir müssen nämlich jetzt hier noch und hier noch und hier noch und hier noch. Genau. Dann müssen wir hier runtergehen. Oh Gott. Jetzt hier noch welche dran setzen. Bloß nicht runterfallen. Alles bloß das nicht. So. Der erste Stack Zäune ist weg. Dachte ich es mir doch. Dass wir da ganz schön eng aus der Nummer rauskommen werden. Das waren zwei Stacks von diesen Megaketten. So, okay, passt auf. Da können wir erst nochmal die Nummer wegnehmen. Das Lied vom Powerplayer. Ein gutes Omen, ein schlechtes Omen, ich weiß es nicht genau. Glowstone her. Glowstone her. Und jetzt machen wir den hier und den. Den und den und den und den. Ach so, ja. Hier muss über noch einer zwischen, klar. Sonst geht es sich nicht aus. Nein, nein. Ich mach das jetzt zu Ende, ne? Ich mach das jetzt zu Ende, also wundert euch nicht, eigentlich wäre die Folge nämlich schon fast zu Ende. Aber wir ziehen das jetzt durch. Das ziehen wir jetzt durch. So, und warte, das war jetzt einer rüberstehen. Bin mir nicht ganz sicher gerade. So, und so. Ja, das sollte ja eigentlich reichen, ne? Oh Gott. Noch einen runter. So. So. Und so. Und normal müsste jetzt in der Mitte noch eine Kette durch, ne? Aber die würde sich verbinden und deshalb machen wir, würde ich mal sagen, den und den. Und jetzt geht's runter. Jetzt geht's runter. Sieht's richtig aus? Es sieht auf jeden Fall abgefahren aus. Sieht auf jeden Fall sehr abgefahren aus. Sagt auch der Powerplayer. Vielleicht. Okay. Alles weg. Ganze Dreck hier. Schnell, ehe die Ratsmitglieder kommen. Nicht, dass die sagen, oh, wie sieht's hier aus? Alles voll Dreck. Mein ganzer Platz ist voller Dreck. Abgefahren. Das sieht auf jeden Fall abgefahren aus. Wenn man von hier so guckt, ne? Das sieht auf jeden Fall abgefahren aus. Wir gucken nochmal von oben. Ein richtig schöner Kronleuchter. Symmetrisch auf jeden Fall. Da kann man nichts gegen sagen. Wenn wir jetzt von hier von den Zuschauerrängen gucken, sieht er wieder anders aus. Er wird von überall anders aussehen. Schaut mal. Ja. Jetzt gehen wir nochmal eine Treppe höher. Und dann enden wir sozusagen da oben. Moment. Zack. Von hier aus sieht er wieder so aus. Ja. Sieht das so aus, da sieht man dann das grün-weiße Muster dann auch schon durch. Und von ganz oben, von ganz oben, sieht er dann so aus. Da steht man nämlich direkt gegenüber. Ha? Ist auf jeden Fall eine ja, Sache, wie ich sie so noch nicht gesehen habe. Ich glaube, das kann man so machen. Ich glaube, das kann man so machen. Und deshalb sage ich jetzt von dieser Stelle, liebe Leute, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, euer Opa Zeron.